Guten Tag, guten Tag. Willkommen am Mittwoch, dem 30. Januar um 14.30 Uhr zu einer Analyse vom Nasdaq. Wir sind also vor der Börsenöffnung, aber wir haben ein paar interessante Zahlen gestern gehabt, Apple, AMD, und deswegen fand ich, der Nasdaq ist mal wieder reif. Was wir gemacht haben, ist, dass wir von dieser Bewegung hier ziemlich genau bis zum 50er Retracement gekommen sind. 6.782, 6.800. Da sind wir hingelaufen, sogar zweimal, und haben uns da ein bisschen getummelt. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der die komplette Strecke hier hoch macht und damit fast das obere Band ausfüllt, hat er aber getan. 50er Retracement, 6.782. Wir haben heute vorbürstlich 6.688 im Moment, eben vor dem Hintergrund der Zahlen von Apple, AMD und der damit verbundenen größeren Kursbewegung heute am Nachmittag. Gestern sind wir mal kurz bis zur 20-Tage-Linie getaucht. Von daher ist der Chart grundsätzlich neutral. Wir sind jetzt im Moment hier, wo das Fadenkreuz ist, eben an dieser 6.688. Das MACD ist immer noch negativ oder wieder negativ, sagen wir es mal so. Und der Oszillator ist völlig neutral. Deswegen, ich nehme jetzt hier mal nicht nur das Fadenkreuz raus, sondern ich nehme jetzt auch mal die Fibos raus. Das hier ist für mich der Kanal, der momentan zählt. Da sind wir so ein kleines bisschen über der 6.800. Und hier sind wir im Moment ganz genau, ich orientiere mich an diesem Doji hier, sind wir bei 6.505. Also 6.500 zu 6.800 ganz grob. Und daran mache ich es fest. In der Zwischenzeit ist das hier nichts anderes als ein Range Trade. Ich habe dann überlegt, welchen Call man hier nehmen könnte. Für die Leute von euch, die der Meinung sind, wir nehmen das raus und wir können das rausnehmen. Und wenn wir es rausnehmen, ist das Potenzial locker die 7000, respektive die 200 Tage, den ich hier bei 7037, da bietet sich sowas hier an. Das ist ein 6493er Call, der liegt also hier noch ein bisschen drunter, unter 20 Tage Linie, unter diesem Doji. Der hat einen heftigen Hebel, das ist 33, das ist hoch, das ist viel. Ja, aber der bietet sich dann an. Ich habe von Goldman den genommen, die GA11SH. SH, GA11SH. 6493. Zeitlich unlimitiert, ein Open-End-Schein. Das wäre der Schein meiner Wahl, wenn wir hier drüber gehen. Gucken wir mal nach dem Put. Den Put muss ich hier drüber legen. Also ein bisschen über 6800. Sagen wir mal, so ein 6850er, sowas in der Art. Da haben wir den hier. Das, auch das, der ist der Hebel so nahe noch größer. Das ist ein 41,15er Hebel im Moment. Das ist von Goldman die GM9NYT. Aber ich sehe keinen Grund, warum ich irgendeinen von hier oben nehmen soll, weil der kommt dann ins Spiel, wenn wir hier die 6500 mit Schlusskurs unterbieten. Und damit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit nochmal den Bereich um die 6300 sehen. Also warum soll ich dann einen hier oben nehmen? Das heißt, beide sind jetzt erstmal zurückgestellt. Und je nachdem, wo wir zuerst durchgehen, oben oder unten, kommen die dann zu Zuge. Sehr, sehr interessante Interaktionspunkte. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.